Guten Tag. Ich habe heute schon in meinem Preview erwähnt, das kann man überall sehen, bei Facebook, auch in der Gruppe Superstar Lounge bei Facebook, Instagram, überall, wo ich das poste, dass ein Widder braucht unbedingt Bewegung und er muss Farbe des Lebens spüren. Wenn nicht, dann kommt das alles auf dich zu, schrecklicher Ärger, unheimlich schlechte Laune, Wutausbrüche und Beleidigungen. Es ist natürlich sehr, sehr unangenehm, muss ich sagen, mit dem Widder das alles zu erleben. Man sieht das schon bei den kleinen Kindern, auch in der Schule, die Lehrer erleben das auch. Und man sieht manchmal, wenn ich irgendwo einkaufen bin, da in der Schlange stehe, in einer Drogerie, dann sehe ich, wie ein Kind da Wutausfälle hat und schreit und bumst mit den Füßen gegen den Kinderwagen. Manchmal gehe ich da zu so einer Mutter und frage ich, Entschuldigung, was ist das Kind für ein Sternzeichen? Und oft beantwortet die Mutter, das ist ein Widder. Das ist schon bei den Kindern so. Den Widder kannst du nicht zähmen, den Widder kannst du nicht im Käfig einsperren. Wenn er etwas will, dann musst du ihm das erlauben. Widder hat oft 20 Eisen im Feuer. Er hat eine unheimliche Energie und er wird etwas anfangen. Egal, ob das beruflich ist oder privat. Energie und Ideen, als ob er plötzlich eine Wunderpille erfunden hätte. Und diese Pille geht ja gar nicht. Also, er kann dann nicht schlafen, er kann das nicht essen, er kann sich nicht ausruhen, er kann nicht nachdenken. So sieht das immer aus. Alles ist natürlich sehr infantil. Also infantil bedeutet ja kindlich, kommt von enfant, Kind, infant auf Englisch, infantil, also wie die Kinder. Und eins musst du wissen, du kannst mit ihm nicht diskutieren, wenn er etwas durchsetzen will, so bleibt das. Wenn du denkst, ich werde da jetzt ein schönes kleines Tierchen aus dem Widder machen und einen tollen Freund oder Freundin, zu Hause haben und mit der zusammen sitzen bei den Kerzen und schöne Abende verbringen, ganz ruhig, dann irrst du dich. Da kannst du deine Finger und deine Seele verbrennen. Denn Widder darfst du nicht zähmen und nicht einsperren. Widder ist regiert durch Mars, also Gott der Kriege und der Leidenschaft. Und Widder, auch unsere Kollege Löwe, auch Feuerzeichen, die haben riesengroße Probleme, ihre Gefühle auszudrücken. Also Gefühle ausdrücken können sie nicht. Sie können mit dir nicht diskutieren wie Zwilling. Die können nicht diplomatisch werden wie Waage oder versuchen, dich emotional zu erpressen wie Krebs. Und auch versuchen, lange Gespräche zu führen wie Steinbock, das geht nicht. Er kann gar nicht über die Gefühle sprechen, er kann die nicht ausdrücken. Und oft verwechselt Widder seine physische Leidenschaft und physische Lust mit der Liebe. Die fallen rein auf Persönlichkeiten, die Fähigkeiten haben, dich sehr gut zu verstehen, rein in die Seele zu schauen und alles zu verstehen, was du so meinst. Und sobald Widder so eine Person gefunden hat und da reingefallen ist, denkt Widder, das ist meine Liebe. Aber Liebe ist das nicht, das ist nur seine physische Lust und seine Lust, um sich zu bewegen. Und das alles, was sich da angesammelt hat, loszuwerden. Aber über Widder werde ich auf jeden Fall weiter sprechen, weil
heute ist leider für mich die Zeit um.